Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zap Weekly, wo wir ein paar gute, eine schlechte Nachricht und jede Menge Fanzeug haben. Aber womit fangen wir am besten an? Verdammt, jetzt habe ich mir gerade keine Karten gemacht. Ach stimmt, das war, was war letzte Woche los und so weiter. Letzte Woche haben wir unseren neuen Upload-Plan gemacht, den wir jetzt natürlich regelmäßig machen. Der für die nächste Woche steht auch schon. Genau, kommt am Montag. Sieht ein bisschen anders aus und den werden wir natürlich immer bei dieser Favoritenbox da oben reinmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also falls ihr da mal nicht genau wisst, wann was kommt. Wir haben natürlich jetzt nicht so genau den Zeitplan, wann es am Tag kommt, aber es kommt definitiv. Und das andere, wir müssen dann immer gucken, ihr seht es ja selber, es sind glaube ich 6 oder 7 Sachen teilweise. Und wenn YouTube mal wieder spinnt, dann. Aber es kommt definitiv immer. Mit den Streams, die ihr jetzt gesehen habt, die Kadi jetzt macht, Großteil Star Stable, haben wir uns jetzt ein bisschen was Neues überlegt. Genau, der wird nämlich bei Star Stable, das wird auf 2 bis maximal 3 Mal die Woche reduziert, weil es sich auch schon Leute gewünscht haben und gesagt haben, es ist ein bisschen zu viel, macht mal noch ein bisschen anderes Zeugs da rein. Und zwar habe ich geplant, ich habe jetzt schon einen Charakter erstellt, einen neuen, dass ich euch mit in die Welt von Eorzea in Final Fantasy Realm Reborn mitnehme. Von Anfang an, Anfänger euch beim Level mitnehme und dann auch irgendwann auf meinen Hauptcharakter umsteigen. Dafür machen wir vielleicht einfach mal, oder gucken wir mal, in Star Stable einfach mal ein bisschen andere Sachen, ein bisschen specialiger quasi. Wir können ja jetzt, Specialiger. wenn es nur noch 2 Folgen sind, kann man einfach auch ein bisschen mehr reinpacken. Ich habe mir da so ein paar Sachen überlegt. Werden wir vielleicht beim nächsten Mal probieren. Vielleicht auch schon, wenn ihr das seht, heute einfach mal kurz ein Ich bisschen hoffe, das probieren. Weekly kommt noch vorm Stream heute. Das müssen wir ja immer timen. Das ist nicht Ansonsten mehr late, wenn der Stream schon anfängt. freut euch, dass ich was probiert habe und ihr es nicht wusstet und überrascht wurdet. Aber das sehen wir dann. Also ich habe da eine Idee. Ich bin mal gespannt, ob es euch gefällt. Und ansonsten machen wir natürlich immer das Übliche. Was war die Woche noch so? Genau, ich habe mit Grim Fandango angefangen. Und heute, wenn ihr das seht, kommt vielleicht bald oder ist gerade gekommen. Life is Strange. Freue ich mich total drauf. Habt ihr vielleicht noch auf der Facebook-Seite bei uns gesehen? Und da werde ich auch mal ein bisschen gucken, dass ich es so mache, dass ich euch so ein bisschen mit einbaue. Also entweder wisst ihr es schon, das ist immer so hypothetisch gesprochen, weil wir wissen nicht, wann das Video kommt. Entweder wisst ihr es schon oder ihr bekommt es dann jetzt als News, dass ihr immer mit abstimmen könnt. Also ich werde auch einen Straw-Poll machen und ihr entscheidet quasi mit, wie das Spiel läuft. Ich mache immer so einen Cut in Entscheidungen, die meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen wichtiger sind. Und dann lasse ich euch entscheiden, wie das Spiel weitergeht, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie das Spiel ausgehen kann. Und da werden wir mal schauen, dass ich so ein bisschen euren Weg einschlage. Was war noch so los? Ich überlege gerade. Eigentlich sonst Ah, nicht mehr genau, jetzt kommt quasi so ein großartig. bisschen die schlechte Nachricht. Wir haben ja den anderen Kanal gestartet, aber wir merken einfach, wir schaffen es nicht. Es ist der Upload-Plan, der füllt uns schon so aus mit diesen 6 Folgen. Wir haben ja nebenbei auch noch einen normalen Job quasi. Dass wir schaffen nicht den zweiten Kanal auf, zu halten nebenbei. Jedenfalls nicht regelmäßig. Es wird Ja. immer mal wieder was kommen. Er ist ja jetzt auch bei unserem Kanal da rechts bei. Schaut mal Ist rein. Da irgendwo müsste das, glaube ich, sein. irgendwo rechts oben oder Also wenn ihr auf switcht unserem durch. Kanal drauf seid, jetzt nicht hier, wenn ihr hier das Video gerade guckt, da findet ihr das nicht. Da steht dann Sepp TV. Wir werden ihn Ist auch aber, ich unser denke mal, Z. wir hauen ihn einfach unten drunter. Genau, wir hauen ihn auch nochmal in die Beschreibung rein. Da wird immer mal wieder was reinkommen, Dann machen wir aber eben sowas, nicht so wenn wir regelmäßig. Sushi essen gehen. Wir werden immer in den Weekly folgen. Übrigens werden wir immer die neuen Folgen, die wir auf dem anderen Kanal haben, werden wir einfach hier drunter verlinken. Das macht es am unkompliziertesten. Alternativ könnt ihr natürlich auch mal da drauf schauen. Aber jetzt zur guten Nachricht. Zumindest die Challenges werden wir trotzdem machen und dann einfach immer ins Weekly mit einbauen. Und wir werden die Genau. nach dem Weekly einfach machen. Wir werden jetzt machen wir die 7-Sekunden-Challenge, 7-Sekunden-Challenge kommt heute. genau, die wir fürs letzte Mal geplant hatten für den anderen Kanal, machen wir einfach jetzt hier in den Anschluss. Deswegen sehen wir da auch ein bisschen anders aus, weil die war schon aufgenommen. Ansonsten machen wir es einfach so, dass wir Fabian immer. hat blonde Haare und nicht schwarze. Nee, ganz so anders sehen wir nicht aus. Ansonsten machen wir es so, dass wir einfach immer nach dem Weekly direkt auch das. Die Specials aufnehmen und dann habt ihr einfach direkt eine längere Folge, aber direkt noch eine Challenge mit drin oder mal irgendein anderes Video, wenn wir mal nicht immer jede Woche eine Challenge machen. Das ist so das. Dann
nächste Woche, ja, wie gesagt, ein Upload-Plan, der ein bisschen anders aussieht, eben auch durch Life is Strange, was dann definitiv täglich kommt. Dreadout ist zu Ende. Also da haben wir die letzte Folge jetzt schon aufgenommen. Die kommt am Montag. Vorerst zu Ende, wie gesagt. Also es ist ja noch so, dass es ist ja nur der erste Teil. Und der zweite Teil sollte schon längst da sein, kommt bald. Und da gucken wir eben auch, ob wir vielleicht noch ein anderes Horrorspiel finden, was uns auch so zusagt, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt einen Splatter reinnehmen. Wir mögen erstmal wirklich diese Schockmomente. Und da müssen wir gucken, ob wir da was finden. Aber solange werde ich jetzt nochmal die Lücke so ein bisschen mit Valkyria Chronicles füllen, was ja auch nochmal manche wieder sehen wollten. Ist ja auch noch nicht fertig. Und ja, ich glaube, das war es soweit, was nächste Woche kommt. Aber seht ihr natürlich auch noch im Upload-Plan und haben wir da auch nochmal erwähnt. Und nochmal so als kleine Info, diese Videos wie Alicia oder wenn mal zu irgendwelchen anderen Spielen was echt Wichtiges kommt. Das hauen wir einfach zwischendrin raus. Da haben wir jetzt nichts fest eingetragen, weil es ist einfach nicht möglich, da was fest einzutragen, weil dann haben wir es da irgendwo stehen. Dann kommt an dem Tag nichts. Da müssten wir sonst theoretisch jeden Tag Alicia hinschreiben und ein Fragezeichen, weil nichts anderes ist es. Wir müssen auch mal gucken, wir verfolgen die Leute auf Twitter, wir folgen den Leuten auf Facebook und immer wenn sie was Neues haben, dann machen wir sofort ein Video. Genau. Dann kommen wir zu den heutigen Fragen. Ich habe mir diesmal keinen Zettel aufgeschrieben, weil es nur eine Frage war. Wir sind so unvorbereitet. Und zwar kam die wieder von der Lena Hogebeck. Aber zu den Fragen auch, da wir momentan auch nur eine haben, fragt uns einfach, schreibt wirklich drunter an #FragSepp. FragSepp, genau. Einfach unter die Folge drunter. Ihr könnt es alternativ uns auch auf Facebook oder Twitter schreiben. Sehen wir ein bisschen schlechter. Unter dem Video ist es für uns einfacher, das immer zu machen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns einfach drunter. Wir schauen die alle dann in die Folgen rein, je nachdem, wie es halt zeitlich passt. Genau, die Lena hat mir in dem Fall, hat sie mich über Star Stable kontaktiert. Und zwar hat sie da gefragt, wie das eigentlich bei uns ist, ob wir wirklich immer Lust haben, die Folgen aufzunehmen oder ob wir auch mal Tage haben, wo wir am liebsten alles in die Ecke schmeißen möchten. Ich muss sagen, ich hatte jetzt in der letzten Zeit es relativ häufig bei Sims, dass ich einfach nur noch sauer und genervt war, weil es ständig beim Rendern abgeschmiert ist. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass dann die Folgen irgendwann erst nachmittags kamen, weil sich alles aufgehangen hat, mein ganzer PC, tschüpp, weg. Also es ist wirklich... Ging gar nichts mehr, aber so gerade Star Stable, wisst ihr ja, ich bin meilenweit im Voraus, da könnt ihr aufnehmen. Das ist Wahnsinn, aber ich finde gerade Sims ist auch so ein bisschen eine Durststrecke, jetzt ist auch eine Ankündigung gekommen, dass die erste richtige Erweiterung mal mindestens sich bis April verschiebt. Sie kann dann irgendwann zwischen April dieses Jahr und März nächstes Jahr kommen. Es ist noch nichts bekannt. Das Problem ist generell einfach, meistens, wenn wir die Folge normal aufnehmen würden, ohne dass jetzt irgendwie was passiert, ist das kein Problem. Dann macht das auch richtig Spaß. Aber wir haben ganz oft den Fall, dass einfach mal irgendein Programm spinnt, YouTube spinnt, Action, also mein Aufnahmeprogramm, DxStory. Es passiert immer mal was. Bei Valkyria Chronicles ist es mir zum Beispiel passiert, ich habe eine Stunde aufgenommen und danach habe ich gemerkt, er hat den Ton nicht mit aufgenommen. Das heißt, es war eine wirklich schwere Stelle und eine Stunde für den Arsch. Und dann ist man natürlich, nochmal das aufzunehmen, ist sehr, sehr nervig. Ohne, dass man so davor sitzt, so, und jetzt machen wir das. Ich erwähne es aber meistens bei mir auch immer in den Folgen, dass ich dann halt so, oh Gott, und oh. Aber ansonsten ist es eigentlich so, wir zeigen euch ja eigentlich diese Spiele, die wir auch selber gerne spielen. Und wir spielen es ja auch, verdammt, wir spielen es auch total gerne mit euch. Und von daher sind die Aufnahmen eigentlich immer echt angenehm. Also wir machen das gerne, es ist mit viel Arbeit verbunden, aber die Aufnahme an sich, da spielen wir eigentlich nichts. Also es macht uns Spaß, manchmal das x-te Mal was aufzunehmen, das ist dann, ja. Genau, das ist eher das Folgen, das Aufnehmen an sich nicht, aber so das Bearbeiten da, wenn es dann da spinnt, dann... Ich sage, ich mache da auch mal, ab und zu muss ich auch mal eine Pause machen, wenn ich wirklich merke, scheiße, jetzt ist das Tool zum x-ten Mal abgekackt, dann muss ich irgendwas in die Ecke schmeißen. Einfach nur, dann muss ich Pause machen und dann einfach mal, nee, nicht die Nanni, dann so... Engelchen, Engelchen, flieh! Okay, ich wollte es jetzt aus dem Bild werfen, aber ich habe gemerkt, unsere Action-Cam hat zu weitwinkligen Radius, deswegen konnte ich nicht... Ja, Nanni, was hat er mit dir gemacht? So, aber wir haben Fanpost bekommen. Genau. Übrigens, wir haben das Ganze jetzt geändert. Also wir haben das jetzt so, scheiß auf das Postfach. Wir haben damit nur... Funktioniert sowieso nicht. Wir haben damit nur Ärger gehabt. Haben. Genau. Wir schreiben unsere Adresse nochmal hier drunter.
Beziehungsweise in die Kanalinfo. In die Kanalinfo, genau. Wenn ihr uns was schicken wollt, schickt es einfach da dran. Kanalinfo ist wahrscheinlich sogar sinnvoller, weil sonst weiß keiner mehr, oh, in welchem Weekly stand denn jetzt die Adresse drunter. Also wir machen beides. Die Kanalinfo auf jeden Fall. Ja, weil wir haben einfach langsam keinen Bock mehr drauf. Wir hatten das Postfach gemacht, damit wir das alles ein bisschen, damit wir nichts übersehen, damit wir wissen, genau das ist alles von den Fans gekommen und nicht, dass es irgendwie im Briefkasten untergeht oder was auch immer. Aber wir haben damit nur Ärger gehabt. Wir haben Geld reingesteckt und haben nichts dafür bekommen und das ist eigentlich ein Witz. Nicht nur wir, die Lena jetzt auch. Was denn? Ich habe es ja nur ganz vorsichtig bewegt. Ich habe es ja nicht geschüttelt. Da steht nämlich groß drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Mhm. Okay, wir haben es jetzt schon aufgeschnitten, damit wir jetzt nicht, wir spoilern uns nicht, aber wir wollten nicht hier noch da sitzen und irgendwie rumschneiden. Ich habe ganz vorsichtig mit dem Skalpell. Oh, sind die süß. Müssen wir aufpassen. Ach, sind die goldig. Jetzt muss ich mal gucken. Am besten nehme ich das hier unten raus, nicht dass oben irgendwas abbricht. Guck mal, Fabi, das ist deine. Auch sind die süß. Oh, ich hätte jetzt ein bisschen schwerer. Halt den mal in die Kamera rein. Wir haben nämlich Schneemänner-Figuren bekommen. Mit sogar mit einem Zap-Logo, mit unserem neuen Logo. Und wir die haben sogar Buchstaben oben drauf, aber ich glaube, deiner hat seinen Buchstaben verloren. Nee, meiner hat ihn am Handgelenk. Ah, gut, ich dachte schon. Meiner ist mit Heißkleber oben auf die Mütze gemacht. Nein, schaut, meiner hat ein Armband, ein Armreif. Ich halte es hier mal so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ihr habt halt auch gesehen, wir haben uns jetzt schon in den Hintergrund ein bisschen was gestellt. Da wir ja keinen Greenscreen haben, wollten wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch die Möglichkeit geben, vielleicht ein paar von euren Sachen so ein bisschen in den Hintergrund zu packen, bis wir mal vielleicht woanders aufnehmen. Und da würde ich sagen, wir packen die hier einfach da so ein bisschen mit nach hinten. Ist ja auch noch Winter, das passt ja jetzt noch. Okay, man sieht die natürlich jetzt nicht. Doch, man sieht sie eigentlich noch. Wir werden die aber natürlich außerhalb der Folgen, wenn wir sie da wegstellen, weil unser Hund neigt dazu, da hinten hinzuspringen. Ja, und dann kommen sie irgendwie bei uns auf den Fernsehschrank oder ins Regal oder sowas, wo kein Hund hinkommt. Ja, irgendwo in den Schrank oder so, genau. So. Und sie hat auch gesagt, wir sollen noch mal gucken, weil wir noch einen Brief bekommen haben. Ach, mach du mal auf. Wunderbar gepolstert. Ja, sehr gut gepolstert. Den darfst du jetzt vorlesen. Ich habe hier schon das Unboxing Schneemann gemacht. Mein Vater schmeißt immer so ganz viel so Styroporzeug drin. Deswegen haben wir auch total viele Kisten mit so Styroporflocken. Weil, so, einmal das. Okay. Liebe Kadi, lieber Fabi, ich hoffe, euch gefallen die Schneemänner. Ganz unten ist noch eine kleine Überraschung für euch drin. Ach, ganz unten ist noch was drin. Okay. Siehst du, hätte das nicht geschrieben, hätten wir das bestimmt nicht unter dem Verpackungsmaterial gefunden. Die Überraschung ist, da ist nichts drin. Da müsst ihr unten so einen Zettel kleben, die Überraschung. Och nee. Den finde ich super. Hundis, guckt mal. Yay. Och, wie cool. Schaut mal. Ja, Hanni. Yay. Da hat's aber... Nein, das ist nicht für dich. Und hier ist noch ein Brief drin. Das andere ist für dich. Jetzt, das sind... Oh, schau mal, der hat uns Gummibärchen geschickt. Oh, cool. Geht weg. Das sind unsere Gummibärchen. Ja, das ist für die Hundis. Na, die willst du schon mal nehmen. Lies du mal vor, ich gebe den Hundis so lang was. Hm. Ah. Mit Ente und Hut. Das ist doch was. Das erinnert mich an, ich habe schon mal jemandem ein Geschenk gemacht, da habe ich auch in dem Paket immer jeweils gesagt, immer so wie so eine Schnitzeljagd gemacht. Von dem einen Paket gesagt, hey, das ist in dem und dem. Von dem anderen Paket, das ist in dem und dem. Und dann war sie irgendwann so gefrustet, dass er das Paket in die Ecke geschmissen hat. Dabei war das im Deckel gehangen, das richtige Geschenk. Anni, komm mal hoch, gell? Nein, nicht überall Hunde hin. Okay, so rum. Also schmeckt ihn sehr gut. Lasst es euch schmecken. Dürfte ich ein Autogramm von euch haben, Lena? Klar darfst du das haben. Wir haben hier deine Adresse als Absender auf dem Paket. Dauert aber noch ein bisschen, weil wir momentan ein neues Logo entwerfen. Und sobald wir das neue Logo haben, vielleicht nächste Woche, also nicht lange, werden wir Autogrammkarten machen. Weil nicht momentan müssten wir das Ganze... ich hab nichts! Momentan müssten wir das Ganze sehr improvisieren. Aber ist notiert und sobald wir welche haben, kriegst du auf jeden Fall eins. Jetzt hör auf, den Hund. Die Hanni kriegt eins, die Nanni hatte schon. Ja klar kriegt die Hanni eins, aber die Nanni drängt sich die ganze Zeit. Aber damit verabschieden wir uns auch für dieses Mal. Direkt danach hier kommt die 7-Sekunden-Challenge. Nochmal vielen Dank, Lena, für das Ganze. Ja genau, auch im Namen der Hunde. Siehst ja, sie kloppen sich schon drum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und entweder heute beim Stream oder morgen, wenn wir noch was reinmachen. Aber beim nächsten Stream dann einfach. Also dann, ciao, ciao.
Hallo und herzlich willkommen, oh, ich drehe mal die Kamera ein bisschen, zu unserem ersten Log-Video quasi, jetzt Nanni. Mit der Nanni und der Kadi auch da. Ja, ich habe ja meine tolle schicke Mütze, aber meine Haare noch nass sind vom Duschen. Genau, meine sind auch nass, aber wir haben heute den Wet Hair Contest. Wet aber Hair Day, genau. Wir machen bei unserem ersten Video mal eine Challenge, bei der wir ja abgestimmt haben im Stream. Start Stable Livestream, genau. Was ihr wolltet und da ist die 7-Sekunden-Challenge rausgekommen. Da fangen wir einfach mal damit an. Und wir haben uns jeweils Fragen für den anderen überlegt. Und wir haben, glaube ich, sechs? Sechs, glaube ich. Ich habe ein paar mehr noch irgendwie da, falls irgendwie was mal doppelt kommt. Aber... Sechs Stück, zwei habe ich wir wollten überlegen, wer anfängt. Zwei hast du gestrichen. Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Wer anfängt? Na toll. Ich darf bestimmen. Dann fang... ich an. Okay. Wir haben jetzt keine Uhr da. Das heißt, wir machen das alles so ein bisschen... so. Die Nanni ist auch dafür. Okay. Gut. Machen wir das ganz einfach. Ich habe hier etwas vorbereitet. Ich habe hier diesen Löffel. Du hast 7 Sekunden Zeit, den Löffel so rum für mindestens 2 Sekunden am Mund zu halten. Am Mund oder an, so auf die Nase drauf? Nee, am Mund. Soll ich den am Mund? Ansaugen. Ich habe es probiert. Das funktioniert. Moment. 3, 2, 1. Scheiße. Hier, schau mal. Guck mal. Das muss ich auch lachen. Du nimmst ja auch den Kopf nach oben. Ich habe versucht, den Kopf gerade zu halten. So gilt das ja nicht, mein Freund. Ja, komm, fast. Ich habe tatsächlich ein bisschen lachen dabei. Okay, aber du hast keinen Punkt deswegen. Wir müssen dann die Punkte unten einblenden. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Okay, super. Dann bist du dran. Das ist hier so die technische Assistentin. Das wird jetzt etwas schwierig, das mit der Kamera hier irgendwie zu regeln. Du musst nämlich jetzt 7 Sekunden auf einem Bein balancieren. Das ist voll einfach, aber warum machst du solche Aufgaben? Okay, Moment. Ich dachte, wenn ich sie kriege, ist es voll leicht. Da hatte ich mich erst überlegt, dass wir sie losfassen. Dann mach das hier auf dem Sofa, mach damit ein bisschen schwerer. Das ist ja auch voll einfach. Okay. Auf der Couch ist es nicht einfach. Ah! Bing, bing, bing. Ah, scheiße. Jetzt habe ich es mir extra schwieriger gemacht, weil ich es auf der Couch machen wollte. Das ist ganz klar Beschiss hier. Okay, das ist immer noch 0-0. Damit steht es jetzt 0-0, aber es ist sehr gut, finde ich, wie du auf meiner Schulter gelandet bist. Ich glaube, das sieht ganz lustig aus. Okay, jetzt, pass auf jetzt. Du hast 7 Sekunden Zeit, das hier zu singen. Let it go. Okay. 3. Wie soll denn das so schnell singen? Das ist viel zu viel. Ja, das ist ja der Witz dabei. 7 Sekunden. Moment. 3, 2, 1. Let it go, can't hold your bag anymore. Let it go, turn my back and slam the door. Here I stand, oh. Here. Du musst es viel schneller singen. Ich hab dir nicht gesagt, dass du es wirklich so. Du kannst einfach. Let it go, 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 let it go. Ich habe es in meiner Testversion unter der Dusche habe ich es geschafft, ja. Ach, das hat so gejammert. Es ist immer noch 0-0. Du bist dran. Ja. Es wird 0-0 bleiben. Du musst jetzt die Nanni auf deine Beine legen, auf deinen Schoß. Und darfst sie nicht festhalten. Und ich habe die Chance, sie abzulenken, sodass sie nicht 7 Sekunden bei dir auf den Beinen liegen bleibt. Okay. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich... Und dann los. Das ist totaler Beschiss. Guter okay. Hund. Guter Hund. Dann habe ich meine nächste Aufgabe, ja. Die beinhaltet nämlich auch die Nanni. Das Problem ist, dass die Nanni jetzt schon da ist. Also, du musst entweder die Nanni dazu bringen, in 7 Sekunden komische Geräusche zu machen, mindestens 2-mal, also einmal reicht nicht, oder dich abzuschlabbern, oder dass die Nanni dir eine runterhaut. Mir eine runterhauen. Hanni! Warte mal. Mann. 3, 2, 1 und los. Hanni, 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 komm mal. Hanni! Hanni, Hanni. Ui, ui. Ah. Das macht ihr sonst immer. Die Hanni schlabbert alles ab, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und die Hanni, ihr seht es ja nicht. Hanni ist kamerascheu. Die Hanni. Steht jetzt quasi da. Okay, jetzt nimmst du dir das dreckige Besteck noch mit. Das ist überhaupt nicht dreckig. Stimmt. Das haben wir extra da hingelegt, ja, für etwas, was wir brauchen.
Okay, dann bist du dran. Das wird eine krasse Nullrunde, würde ich mal sagen. Ja, du brauchst jetzt einen Block und einen Stift. Du musst nämlich mich in 7 Sekunden erkennbar als Chibi zeichnen. In 7 Sekunden? Ja. Also einfach deinen Kopf noch größer. Er geht ja auch so, weil das kann nichts werden. Ich brauche einen Kugelschreiber. Ich bin gleich wieder da. Wir machen so lange die Pause. Verdammte Scheiße, wo ist mein Stift? Den habe ich doch hier eben hingelegt. Okay, ich nehme einfach den Bleistift. Okay, Pause beendet. In 7 Sekunden hast du gesagt. Ja. Was heißt erkennbar? So wie du jetzt bist. Ob ich jetzt eine Mütze auf habe oder die Mütze Haare. Mütze macht es einfacher, ja. Das ist wurscht. Okay. 3, 2, 1. Bing, bing, bing. Ich musste mich beeilen. Ist das genehmigt? Ich habe ja nicht meine Brille auf. Doch, doch, da. Außen ja, die rum. Ist aber, guck mal, die ist ja, die steht ja auf der Spitze. Ja, ich hatte also nur 7 Sekunden, what the fuck? Ja, okay, meinetwegen. Dann hab ich halt wieder keinen Punkt. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt habe ich meinen Block verwendet, den ich ja auch hierfür. Super, wir haben bislang nur 0 Runden. Wir haben schon 3 Challenges weg, jeder und keiner hat bislang einen Punkt. Okay. Hast du ein Fiepen im Ohr? Dass wir in der nächsten Challenge zusammenhängen? Okay. Du nimmst jetzt diesen Zitronensaft. Oder ist das Limettensaft? Zitrone. Nee, Zitrone, okay. Und den Löffel, den wir eben hatten, machst du voll, nimmst du in den Mund. Was? Hast du einen Knall? Du hast Zitrone. Und ja, danach habe ich nicht weiter aufgeschrieben. Das werde ich so schon nicht schaffen. Ja, genau, dann einfach den Löffel Zitrone runterkriegen innerhalb von 7 Sekunden. Alternativ kannst du einfach einen Schluck nehmen. Das dürfte ungefähr dasselbe sein. Darf ich mir vorher wenigstens schon füllen? Ja, ja, das darfst du machen. Bitte nicht. Fabi, es ist ein Esslöffel. Es hätte ein Teelöffel gereicht. Es gibt ja keine Trinklöffel. Ach komm, das reicht schon. Das reicht so. Okay. Ja, 3, 2, 1. Darf ich mir die Nase zuhalten? Nö. Und jetzt. Ah. Ja, okay. Hast du geschafft. Warum bist du immer so sauer? Willst du noch was? Du bist dran. 1-0 für die Kani. Meine Lippen schmecken nach Zitrone. Nehmen wir eigentlich auf? Ja. Ja. Das wäre so geil. Er hätte dich umgebracht. Das ist einfach. Okay. Du musst jetzt innerhalb von 7 Sekunden 5 meiner Let's Play-Projekte nennen. Aktuelle oder? Egal. Okay. Alle, die ich hier irgendwie mal gestartet habe. Okay. Also, 3, 2, 1. Drachen, Sims, Lego Herr der Ringe, WoW und Star Stable. Das war knapp. Oh, ich muss jetzt ernsthaft überlegen. Puh. Das war sehr, sehr knapp. 1-1. Oh, scheiße, ist mir jetzt ernsthaft. Ich habe schon keine, ich wollte erst 7 Projekte in 7 Sekunden machen. Aber wie viele haben wir jetzt eigentlich, wie viele Sachen? 4 haben wir durch. Okay, also du musst jetzt deine Mundwinkel auseinanderziehen, so, aber nicht nur so, sondern so rum, in ein, also so quasi. Okay. Innerhalb von 7 Sekunden musst du das schaffen. Okay. 3, 2, 1 und los. Ja, das zählt. Aua. 2-1. Yay. Ah, du bist dran. Aua. Nicht mal. Nee, doch, das war meine Aufgabe, doch. Stimmt, ja. Das nächste wird schwierig. Ich muss jetzt erstmal im Kopf die Buchstaben durchgehen. Du sagst Stopp. Das machen wir, fangen wir jetzt erstmal an. Also A.
Stopp. D ist es geworden. D? Wie langsam hast du denn die Buchstaben? Ich war schon einmal durch. Du warst schon einmal durch? Schaut euch mal die Zeitleiste an, das kann doch nicht sein. Du musst jetzt innerhalb von 7 Sekunden Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf mit D sagen. Das ist ja viel mehr, das ist ja technisch gar nicht möglich. Okay. Ich kann doch nicht Stadt, in 7 Sekunden mehr als 7 Worte sagen. Das sind ja auch nur 6. Trotzdem, what the fuck, in 7 Sekunden? Ja, okay, ich kann es probieren. Stadt, Land, Fluss, was war das? Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf. Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf. D ist doch ein einfacher Buchstabe. Boah, da musst du mir aber zugestimmen, dass ich das aufschreibe, dass ich sage... Andi, du machst nicht mit? Dass ich auch weiß, was ich jetzt als nächstes sagen muss, weil ansonsten ist ja, es klar, ja... Ja, kein Problem. Die Idee ist daraus entstanden, dass ich früher mit meiner Oma immer geguckt habe, wer schneller Stadt, die Sachen... Stadt, Land, Fluss, Exes, Bock, oder was war das nochmal andere? Name, Tier, Beruf. Ach ja, sag ich doch. Name, Tier... Wir sind hier nicht bei... War das bei Big Bang Theory, ja, oder was war das? Okay, zähl runter. 3, 2, 1. Düsseldorf, Dänemark, Donau, Dieter, Dax, doof, Dummdepp. Nein, ach komm, ich weiß nichts mit D. Ich habe extra gerade noch den Finger. Dummdepp ist ein Beruf. Nein, okay, ja, ich habe keinen Punkt. D, Beruf mit D. Hanni. Nein, das ist kein Beruf mit D. Dachdecker. Ja, aber da kam ich jetzt ernsthaft nicht drauf. Ich hätte Dachsbesteiger nehmen sollen oder sowas. Dachzüchter, genau, Züchter. Ich habe immer, wenn ich bei Beruf nichts wusste, habe ich immer das Tier, was ich hatte, als Züchter genommen. Ja, das stimmt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Jetzt haben wir 5, ne? Das heißt, es müsste 2-1 stehen. Nee, 3-1. Nee, doch 2-1 für dich, ja. 2-1 für mich. Gut, dann nehme ich jetzt eins meiner schwersten mit raus. Du hast 7 Sekunden Zeit, Lippenstift aufzutragen. 7 Sekunden Zeit, Lippenstift aufzutragen. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal Lippenstift holen. Nein. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Lippenstift ist. Da ist deine Tasche. Da ist aber kein Lippenstift drin. Was ist denn da drin? Mein Portemonnaie. Dann hast du eben 7 Sekunden Zeit, dir ein Geldstück auf den Kopf zu legen. Das ist ja voll einfach. Meinst du? Aber hier sitzend, ne? Ja, und wie soll ich denn von hier da hinten drankommen? Ja, musst du halt schnell sein. Du kannst ja so rum um den Tisch laufen, oder? Ach so, ja. Du musst in 7 Sekunden hier sitzen und ein Geldstück auf dem Kopf haben. Ja. 3, 2, 1. Ich krieg den Scheiß nicht auf. Oh, es war leider schon längst vorbei. Mann. Alles ist runtergefallen. Okay, jetzt kann ich noch aufgreifen. Oh, da ist ein Kugelschreiber drin. Nein, ist mein Kugelschreiber? Nein, das ist meiner. Okay, du bist dran. So. Das letzte ist, du musst jetzt, hast du ein Handy hier? Ja. Du musst jetzt innerhalb von 7 Sekunden mit geschlossenen Augen deinen Namen richtig eintippen bei deinem Handy. 7 Sekunden, da muss ich ja... Du kannst erstmal SMS oder was auch immer aufrufen, du musst dann nur die Augen zumachen, der Name muss mit geschlossenen Augen innerhalb von 7 Sekunden richtig da stehen. Das Geile ist, ich habe ja T9, das heißt, ich muss ja nur die Buchstaben treffen. Aber das ist ja ultra klein, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Wie soll ich denn das blind treffen? Das ist gemein. Okay, dann halt mir... Okay. Ich treffe das nie im Leben. Warte, Test. Okay, nee. Ich habe den Wind gespürt, aber ist es noch offen? Ja. Okay. 3, 2, 1. F, A, B, I, A, N. Ja. Ich kann nichts weiter tippen. Warum nicht? Ja, weil das schon meine Buchstaben waren. Jetzt habe ich wegen dir noch einen Buchstaben mehr getippt. Ja. Naja. Und ich weiß ja, ob du das erkennen kannst, dass das steht. Du musst jetzt auch erstmal ein bisschen hier, dass das Handy scharf stellen kann. Das sieht man aber nicht. Also okay, für die, schade, da steht Lazia hier. Eigentlich wollte da nur Lazia stehen, weil du mich genötigt hast, ja.
Aber das war ja super schwer. Das habe ich gar nicht gezählt, aber es war in dem Augenblick sowieso egal. Nun gut, damit hast du 2-1 gewonnen. Yay! Verdammte Axt. Und damit verabschieden wir uns für unsere erste Challenge hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal Feedback da. Wir haben übrigens geplant, dass wir das Ganze nochmal machen, aber nicht jetzt direkt. Und dann lassen wir den Michelle und den Day, für die Leute, die sie kennen, die mit uns andere Projekte machen, einfach mal Fragen für uns überlegen. Und wir knüllen die dann zusammen und dann ziehen wir die quasi. Genau, dass wir die Fragen auch noch überhaupt nicht kennen. Aber das seht ihr dann bei einem anderen Mal. Vorher machen wir natürlich noch ein paar andere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.